So, hallo ihr Lieben, mein Name ist Susanne Hüb und ich möchte euch sehr, sehr gerne eins meiner Lieblingswerkzeuge vorstellen, nämlich Meditationen führen. Wie schreibt man selbst Meditationen? Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne und ich habe auch schon sehr, sehr viele geschrieben, aber ich habe angefangen, wie die meisten Menschen, indem ich einfach das, was es schon gab, vorgelesen habe. Und während ich vorgelesen habe, habe ich es ergänzt und habe plötzlich gespürt, dass vielleicht die ein oder andere Information, der ein oder andere Satz noch irgendwie mit dazu kommen möchte. Ich habe früher sehr viele Meditations- und Entspannungsgruppen gegeben für Erwachsene und für Kinder, ohne dass ich wirklich eine Ahnung hatte, wie das eigentlich geht. Ich bin zwar ausgebildete Physiotherapeutin, da lernt man Entspannungsreisen zu machen. Aber dass ich die dann selbst entwickelt habe und mich dann auch getraut habe, selber welche zu schreiben, die auch ziemlich tief gehen, das ging so im Laufe der Zeit. Und ich möchte euch gerne sagen, wie man anfängt, Meditationen selbst zu schreiben. Also nochmal als allererstes, wenn du Meditationen führen möchtest, wenn du eine Gruppe machen möchtest, dann nimm das, was es schon gibt. Denn gleich eine Meditation selbst schreiben zu wollen, ist vielleicht ein bisschen ein hoher Anspruch. Weil du auch erstmal rauskriegen darfst, was macht dir eigentlich Spaß? Was ist eigentlich deine Zielgruppe? Und das ist die erste Frage, die du für dich beantworten darfst, wenn du eine Meditation selber schreiben möchtest. Wen willst du erreichen? Was ist deine Zielgruppe? Und das meine ich jetzt nicht irgendwie marketingmäßig, sondern möchtest du für Kinder führen? Möchtest du Jugendliche erreichen? Möchtest du Erwachsene erreichen? Möchtest du einfach eine Entspannungsreise machen? Möchtest du innere Arbeit machen? Möchtest du eine spirituelle Meditation führen? Oder geht es darum, vielleicht den Körper besser zu spüren? Also, was willst du mit deiner Meditation erreichen? Das ist die erste und auch die wesentliche Frage. Und nimm dir bitte einen kleinen Moment Zeit und denk mal drüber nach, wer ist denn dein idealer Gruppenteilnehmer, dein idealer Meditierender? Also derjenige, der Mann, die Frau, das Kind, der Sohn, die Tochter, die du unbedingt erreichen möchtest. Und was willst du bewirken? Wenn du das nämlich nicht weißt, kannst du die Werkzeuge auch nicht anwenden. Also, was möchtest du bewirken? Nimm dir ein bisschen Zeit, halt gerne das Video an und schreib dir das erstmal auf. Wen willst du erreichen? Was willst du bewirken? Gut, ich gehe jetzt davon aus, dass du dir das aufgeschrieben hast und dass du weißt, wen du gerne erreichen möchtest. Der nächste Schritt ist dir zu überlegen, wie lang darf eine innere Reise sein? Wenn man sehr geübt ist, kann man durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde meditieren. Meine inneren Reisen sind meistens zwischen 10 und 20 Minuten. Ich denke, das reicht. Ja? Es hängt wirklich davon ab, mit wem du arbeitest und wie trainiert derjenige ist, aber eben auch, wie trainiert du selber bist. Also ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du so eine sieben bis zehnminütige Reise gerne machen möchtest, denn ausbauen kannst du die immer noch. Gut, wir beginnen mit dem ersten Teil. Eine Meditation besteht aus drei Teilen. Die Entspannung, die Reise selbst und das Wiederzurückholen deines Klienten. Die Entspannung darfst du sehr einfach gestalten. Und da gibt es so ein paar Schlüsselsätze, die ich sehr, sehr gerne benutze. Einer dieser Schlüsselsätze ist: Es gibt nichts mehr für dich zu tun. Und merkst du, wie auch in dir, wenn ich das sage, gleich sich was entspannt? Ah, da muss ich selber aufatmen, obwohl es für mich ja gar nicht stimmt. Ich drehe ja gerade dieses Video für dich. Der nächste Satz, den ich sehr hilfreich finde, ist: Du brauchst niemandem zu gefallen.
Du brauchst es niemandem recht zu machen. Du brauchst für niemanden zu sorgen. Und ich bitte dich jetzt, nimm dir ein bisschen Zeit und schreib ein paar positive Sätze auf. Mit positiv meine ich, dass sie ein gutes Gefühl verursachen. Und ja, viele sagen, man darf nicht benutzen. Ich erlebe das anders. Denn wir sind noch in der Phase, wo du deinen Klienten von seinem Alltagsbewusstsein in die Entspannung führst. Und da halte ich es für sehr sinnvoll, ihm zu sagen, dass er jetzt aufhören kann mit dem, was er gerade gemacht hat. Also zu sagen, du brauchst niemandem zu gefallen. Es gibt nichts mehr für dich zu tun. Erlebe ich als sehr entspannend. Und ich mache einfach gute Erfahrungen damit. Wenn das für dich nicht stimmig ist, dann kannst du selbstverständlich auch anders machen. Du darfst loslassen, wäre auch so ein toller Satz. Aber da erlebe ich häufig, dass die Leute fragen, ja, loslassen, wie soll das gehen? Ja? Wenn ich aber sage, es gibt nichts mehr zu tun, dann weiß jeder, wovon ich rede. Ohne dass ich ihn gleich wieder in Schwierigkeiten bringe, weil er gar nicht weiß, wie geht denn das? Du darfst dich jetzt entspannen. Ja, wenn ich es könnte, würde ich es ja machen. Ja? Man muss ein bisschen aufpassen, man hat nämlich schnell den Widerstand. Denn wenn du eine Meditation führst, egal worum es geht, gibt es immer einen inneren Wächter, einen inneren Aufpasser deines Klienten, der sagt, Moment mal, ja, wer ist das eigentlich und bin ich wirklich bereit, die Kontrolle loszulassen? Denn dein Klient ist im Alltagsleben üblicherweise sehr kontrolliert. Woher weiß ich das? Weil wir im Westen leben, ja, du und ich, wir sprechen diese Sprache, wo man halt im Westen lebt und wir sind nun mal einfach ganz schön angespannt hier, ja. Wir sind Macher, wir rennen draußen in der Welt rum, gestalten irgendwas, machen uns permanent Sorgen, ja, so ist es halt. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Klient da ein ähnlicher Kandidat ist, deshalb darf er erstmal runterkommen und kann mit so Wörtern wie loslassen und sowas nichts anfangen, weil sofort dieser innere Antreiber in ihm sagt, ha, das stimmt gar nicht, natürlich habe ich noch jede Menge zu tun, wer soll es denn sonst machen, wenn nicht ich? Und so weiter. Also unterschätze nicht, dass es im Klienten einen gibt, der gegen dich arbeitet und den du überzeugen darfst. Nicht einlullen, nicht, was ist ein gutes Wort für verarschen, mir fällt es nicht ein, nicht umgehen oder bezirzen oder ja, einfach veräppeln, ja? Also es geht nicht darum, es geht nicht darum, ihn zu überlisten, sondern es geht darum, diesen inneren Aufpasser zu besänftigen und ihm zu sagen, es ist alles gut, für diesen Moment darfst du mal zur Seite treten, ich weiß, es gibt dich, du bist auch wichtig, aber für diesen Moment bist du gerade mal nicht wichtig. So, schreib dir jetzt bitte ein paar positive Sätze auf, mit du darfst dich entspannen, es gibt nichts mehr zu tun oder was auch immer du eben gerne aufschreiben möchtest. Sätze, die für dich stimmig sind, die dich beruhigen und die keinen inneren Widerstand in dir hervorrufen, ja? Sondern bei denen du das Gefühl hast, ja, das sind gute Sätze, die kann ich anwenden und die entsprechen meiner Sprache. Das probierst du jetzt erstmal für dich aus. Ich bin sofort wieder bei dir. Ich muss mich nämlich ganz kurz um mein Kätzchen kümmern. Die hat nämlich gerade gemeckert. Kleine Minute. So, du hast deine Sätze geschrieben. Es gibt innere Bilder, die dabei helfen, loszulassen und sich zu entspannen. Zum Beispiel eine Treppe mit zum Beispiel 10 oder 12 Stufen, die du hinauf oder hinunter gehst. Ja? Da wäre so das Bild, du sagst, ne, stell dir bitte vor dir erscheint eine Treppe mit 10 Stufen. Schau bitte nach, ob sie nach oben oder nach unten führt. Das würde ich nicht vorgeben, denn ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich was vorgebe und hinterher sagt der Klient, Moment mal, bei mir war es ganz anders und ich kam dann in Schwierigkeiten. Deshalb gebe ich nicht vor, wohin die Treppe führt. Ich sage eben 10 oder 12 Stufen, also ich lege mich dann schon fest, ja. 10 Stufen. Und jetzt erlaubst du dir, die erste Stufe nach unten zu gehen oder nach oben. Dann die zweite und du lässt immer mehr los. Die dritte, du kannst aufatmen. Die vierte,
Und es ist hilfreich, an irgendeiner Stelle zu sagen, alles, was dich jetzt noch belastet, darfst du wie in ein kleines Päckchen oder ein großes Päckchen verpackt zur Seite legen. Und ich sage dann immer auch, du kannst es später gerne wieder mitnehmen. Denn es kann ja sein, dass es einfach Dinge sind, um die sich derjenige wirklich kümmern muss. Und wenn wir ihm jetzt schon sagen, du, weißt du, pff, ist gar nicht so wichtig, ne? Ist, brauchst du nicht zu machen, dann sagt sein innerer Antreiber und der Aufpasser mit Recht, Moment mal, was weiß denn die schon? Ja? Angenommen, dein Klient hat ein krankes Kind und du sagst, die Sorgen, die du dir machst, verpuffen einfach und sind wie Wolken, die sich auflösen. Dann sagt dein Klient, ja, Moment mal, mein Kind ist aber krank, ja? Und die Sorgen, die ich mir mache, sind sehr real und er hat ja auch recht damit. Hm? Ich halte nichts davon, meinem Klient zu sagen, schalte den Verstand aus. Denn der Verstand ist meines Gefühls nach sehr, sehr wichtig. Es geht immer um die Kontrolle, die er loslassen darf. Ja? Und ich sage meinem Klient gar nichts über den Verstand. Wenn ich was sagen würde, würde ich ihm sagen, dein Verstand ist sehr wichtig, dein Verstand darf auch gerne anwesend sein. Doch öffne dich bitte dafür, dass es vielleicht auch Dinge gibt und dass du vielleicht auch Dinge erlebst, die dein Verstand noch nicht kennt. Hm? Also wenn ich ihn einlade, dann unter der Prämisse, dass er sich öffnet, der Verstand. Das kann der nämlich sehr wohl. Es ist niemals der Verstand, der uns in Schwierigkeiten bringt. Es ist immer die Angst, die mit scheinbar klugen Argumenten daherkommt. Aber alle Bereiche unseres Gehirnes können Gedanken denken. Ja? Also das Sprachzentrum unseres Gehirnes steht für alle Bereiche zur Verfügung, eben auch für das Angstzentrum. Gut. Wir haben als Bild der Entspannung die Treppe. Ein anderes Bild der Entspannung wäre, Licht zu atmen. Ist schwierig, wenn jemand Atemprobleme hat, würde ich also jetzt nicht gerade vielleicht mit einer Asthma-Gruppe machen. Ja? Wobei, das darfst du entscheiden, du kennst deine Gruppe besser. Ich würde mich nicht so sehr auf die Atmung konzentrieren, wenn eben jemand genau an der Stelle Probleme hat, damit er nicht in Schwierigkeiten kommt und vor lauter Kontrolle, ob er ja richtig atmet, dann sich überhaupt nicht mehr entspannt. Aber das weißt du besser als ich, ne, was du da nimmst. So, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, mit jeder Einatmung atmest du farbiges Licht in dich ein. Gebe ich die Farbe vor? Nein. Wenn ich was vorgeben würde, dann vielleicht Weiß, Gold oder Silber. Aber am liebsten sage ich immer, die Farbe, die dir heute am besten bekommt, die atmest du ein. Und dann hast du sofort die Kontrolle deiner Klienten, die nämlich sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was mir am besten bekommt und es sind ganz furchtbar viele Farben, welche soll ich denn nehmen? Ja? Gibst du ihnen aber eine Farbe vor, dann kann es sein, dass er sagt, die Farbe finde ich total blöd und ich brauche in Wirklichkeit was ganz anderes. Du merkst also jetzt schon, womit wir es zu tun haben, wenn wir Meditationen führen. So einfach ist es nicht, weil der Widerstand unseres Klienten ist schon oft beeindruckend. Hm? Nicht, wenn du mit Kindern arbeitest, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber bei Erwachsenen, weil du gibst ihnen ja was vor, du bietest ihnen ja was an und sie sollen deinen Anweisungen folgen und das tun Erwachsene nur sehr ungern und schon gar nicht die, die die Meditation am dringendsten brauchen, das sind nämlich die, die ständig unter Kontrolle sind. Ja? Das heißt, ich sage dann zum Beispiel, jetzt erlaube, dass vor deinem inneren Auge genau die Farbe erscheint, die dir heute gut tut. Und wenn es mehrere Farben sind, dann entscheide dich im Moment für eine. Die anderen kannst du später mit dazu nehmen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich sage dem Klienten einfach, ich kann mir vorstellen, was alles in deinem Kopf vor sich geht. Und ich gebe ihm schon die Antwort, wie er reagieren soll, noch bevor er die Frage überhaupt gestellt hat. Ja, ja, welche soll ich denn nehmen? Da sage ich, na, dann nimm die. Entscheide dich für eine und du kannst dann eben später einfach noch wechseln und nimmst dann eben eine andere Farbe. So, es ist wirklich egal, mit welcher Farbe er anfängt. Warum mache ich das gerade so kompliziert? Weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass du eine Mischung aus Führen und Freilassen brauchst, damit dein Klient sich wirklich entspannt und wirklich loslässt. Also, farbiges Licht einatmen. Man kann dann zum Beispiel sagen, mit jeder Ausatmung lässt du alles los, was du nicht mehr brauchst.
Und natürlich fragt der Klient dann sofort, ja, aber was brauche ich denn nicht mehr? Dann sagst du, du musst dazu nicht wissen, was du alles nicht mehr brauchst. Vertrau deinem Körper, vertrau deinem System. In dir weiß, das ist jetzt ein blöder Satz, entschuldige bitte, was würde ich denn sagen? Warte mal, lass mich das, ich muss wirklich mal sagen, wie ich es sagen würde. Ja, erlaube dir, alles auszuatmen, was du nicht mehr brauchst. Und du brauchst nicht zu wissen, was das ist, denn dein Körper weiß das von ganz allein. So. Mehr musst du da gar nicht tun. Farbiges Licht einatmen, alles ausatmen, was er nicht mehr braucht. Ich sage auch nicht, atme in den Bauch, weil du weißt nicht, ob dein Klient es vielleicht gar nicht kann. Ja? Und dann ist er schon wieder so damit beschäftigt, sich anzustrengen, in den Bauch zu atmen, obwohl er es vielleicht nicht gut kann, dass er sich wieder nicht entspannt. Aber wie gesagt, das hängt davon ab, was du willst. Wenn du eine Atemtherapiegruppe führst, dann ist es natürlich sinnvoll, du sagst, bitte in den Bauch atmen. Ja? Okay, also du hast ihn jetzt erstmal entspannt, er ist seine Treppen runtergegangen oder hat das Licht geatmet. Ich sage dann ein paar Mal, es gibt wirklich nichts zu tun. Ja? Du darfst dich wirklich entspannen. Ich sage auch sehr, sehr gerne den Satz, du bist hier in größtmöglicher Sicherheit. Weil das stimmt ja. Warum sage ich nicht, du bist in völliger Sicherheit? Weil es nicht stimmt. Wir können niemals in völliger Sicherheit sein. Niemand weiß, ob nicht in den nächsten 2 Sekunden ein Erdbeben passiert. Ich bin aus Rheinheim, hier im Odenwald, hier waren auch schon Erdbeben, das glaubst du nicht, war aber so. Oder ob dir nicht, ja, es kann immer irgendwas sein. Ja? Das weiß dein Gehirn, deshalb kannst du es nicht, was habe ich vorhin für ein tolles Wort gesagt, du kannst dein Gehirn nicht überlisten. Aber du kannst ihm sagen, du bist hier in größtmöglicher Sicherheit. Weil besser als im Moment wird es nicht. Ja? Du liegst bequem, es ist warm genug, du hast zu essen, du hast zu trinken. Ja? Es gibt gerade nichts zu tun. Besser wird es gerade nicht. Ich sage also, du bist in größtmöglicher Sicherheit. Und weil das so ist, darfst du deiner Kontrolle erlauben, noch ein bisschen mehr loszulassen. Ich denke, du hast für den Anfang jetzt erstmal ein bisschen Stoff. Und meine Einladung an dich ist, schreibe eine Entspannung, also eine Einführung. Ich mache diese ungefähr 2 Minuten, je nachdem auch wie geübt jemand ist. Du kannst eigentlich auch die Einführung schon als ganze Reise nehmen, ja, indem du sie ein bisschen ausweitest. Denn allein das farbige Licht atmen ist ja schon eine tolle Reise. Also, hiermit beenden wir den ersten Teil. Du hast jetzt die Einführung. Nochmal, was war wichtig? Wichtig ist, dass du deine Zielgruppe kennst. Dass du also weißt, wen willst du entspannen? Wichtig ist, dass du weißt, wohin möchtest du deine Zielgruppe führen. Das ist sinnvoll, dass du das jetzt schon weißt, weil du kannst es jetzt schon vorbereiten. Stell dir mal bitte vor, ich möchte jemanden in seinen Körper führen. Ja? Also eine Reise durch den Körper machen, Körperbewusstsein irgendwie hervorrufen oder stärken. Dann würde ich natürlich nicht die Stufen nehmen, sondern ich würde die Atmung nehmen. Ja? Weil ich dadurch schon mal den Körper anspreche, dadurch schon mal in Kontakt bin mit dem Körper. Auch eine schöne innere Reise für den Anfang ist, dass du dir vorstellst, wie eine goldene Flüssigkeit in deinen Körper hineinströmt. Das habe ich gelernt, ich glaube, das war bei Shakti Gawain, die macht das so, oder Melody Beatty, ich weiß es nicht mehr genau. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich mochte das Bild der Flüssigkeit nicht. Ich kann es nicht leiden, dass in meinen Körper eine Flüssigkeit einströmt. Ich kann sehr, sehr gut mit einem warmen, goldenen Licht arbeiten. Also das ist auch was, dass du schaust, welches Bild funktioniert gut für dich. Ja? Und ich möchte dich jetzt einladen, schreibe, du hast deine positiven Sätze aufgeschrieben, ne? Das gibt nichts mehr zu tun und so weiter. Schreib jetzt noch auf, was es für angenehme innere Bilder gibt, die dich entspannen könnten. Angenehme innere Bilder, die dich entspannen könnten. Schreib es wirklich erstmal als Bild auf und schau dann, ob du es in Worte fassen kannst.
Und dann ist die Einladung an dich. Such dir jemanden, den du gut kennst und lies ihm dein Geschriebenes vor. Ja? Also probier es einfach aus. Meditationen zu sprechen lernt man, indem man Meditationen spricht. Ja? Das lernst du wirklich by doing, indem du Menschen um dich drumherum hast, die dir dann sagen, stopp zu schnell oder so langsam muss es jetzt auch wieder nicht sein. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ihr wisst, ich mache sehr, sehr viele CDs. Ich habe da eine bestimmte Anzahl Meditationen und ich habe eine Vorgabe, wie viele CDs es sein dürfen. Das heißt, ich muss immer schauen, dass die alle draufpassen und es darf nicht zu schnell sein, nicht zu langsam. Ich habe nämlich manchmal Leute, die sagen, oh, ich kam gar nicht mit. Und manche Leute sagen, boah, ich bin fast eingeschlafen, ich hätte ja in der Zeit noch meine Küche zwischendurch putzen können oder so. Ja? Wenn du aber eine Gruppe hast und jetzt nicht gerade eine CD besprichst, oder gar ein Einzelklient, dann kannst du ja auch während du mit ihm redest einfach, also während du mit ihm meditierst, auch einfach mit ihm reden und kannst ihn fragen, welche Farbe hat denn das Licht und funktioniert es mit dem Ein- und Ausatmen, ne? Wie nimmst du es denn wahr? Ne? Du kannst mit ihm reden. Wenn du eine Gruppe hast, erkennst du anhand dessen, wie sie atmen, wie sie ruhiger werden, dass sie sich entspannen. Ein guter Trick ist, um zu sehen, ob alle da sind, also ob alle dir folgen. Das mache ich gerne, dass ich sage, so, du atmest farbiges Licht in dich ein und leg mal die Hand auf die Stelle am Körper, wo sich das am besten anfühlt. Dann siehst du nämlich, ob sie dir folgen, ja, und ob sie mit dabei sind und ob es da eine Stelle gibt oder ob sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. So, nochmal Aufgabe. Einführung schreiben. Positive Sätze, die dich entspannen, schreiben. Dir Bilder aufschreiben, mit denen du dich entspannen kannst, ja? Und dann probier mal diese Einführung aus. Wenn du magst, freue ich mich sehr über ein Feedback, schreib es mir hier einfach drunter. Und der zweite Teil, nämlich der Teil, bei dem es dann wirklich darum geht, Klienten in die Räume zu führen, der folgt. Ich hoffe, es hat dir bis jetzt schon mal ein bisschen gedient, hat dir ein bisschen Sicherheit vermittelt. Du kannst aus dem, was wir bis jetzt schon gemacht haben, kannst du schon eine innere Reise gestalten. Ja? Aber übe erst mal die Einführung. Danke dir, dass du zugeschaut hast. So, jetzt habe ich auch gesehen, wo ich dann eben gleich klicken muss. Ja, und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also, tschüss.